Hello, hello, hello. Kennst du das, wenn du so auf ein Paket wartest? So quasi nach Weihnachten, vor Weihnachten ist, weil ich bin gerade so gefühlt, ja, jede Stunde am Computer, wenn ich irgendwie mal zwischendrin Zeit habe, in der Sendungsverfolgung von DHL. Wir waren ja November und Dezember, ja, 8 Wochen, ne, 7 Wochen waren wir ja in Deutschland. Und haben so ein paar Tage, bevor wir wieder zurück nach Zypern sind, zwei große Pakete aufgegeben. Ich weiß gar nicht, so 20 Kilo Pakete. Und so ein paar Sachen noch hierher geschickt, was wir in Deutschland so eingekauft haben, besorgt haben, verschiedene Dinge. Was es hier auf Zypern nicht so gibt oder was auch hier nach Zypern normalerweise nicht geliefert wird. Und ich freue mich da so diebisch drauf. Deshalb ist jetzt bald Weihnachten, wenn die Pakete hier ankommen. Und seit gestern habe ich gesehen, sie sind schon mal hier in Zypern gelandet und werden im Paketzentrum hier wohl gerade vorbereitet für die Auslieferung. Und wenn ich hier so am Schreibtisch hocke, ich gucke auch hier raus auf die Straße, da ist vorhin auch schon DHL vorbeigefahren. Da dachte ich, jetzt ist soweit, aber ist leider vorbeigefahren. Ja. Ich werde, glaube ich, auch noch ein Video machen, wenn wir die Pakete auspacken. Da sind so viele tolle Sachen drin, auf die wir uns freuen hier. Und worauf ich mich auch freue, was ich auch die letzten Tage noch mal verfeinert habe, kleine Anregung an dich. Ich habe mir so eine Liste gemacht, insbesondere auch mit 52 plus Dingen, die ich dieses Jahr hier gerne erleben möchte. 52 plus Dinge, die ich dieses Jahr gerne erleben möchte. Und da sind Dinge dabei, die haben was mit Geldenergie zu tun. Da sind aber auch ganz viele Dinge dabei, die überhaupt nichts mit Geldenergie zu tun haben. Und das Schöne dabei ist, wenn du mal dich auch hinhocken möchtest und sowas machen möchtest, du tauchst ja automatisch rein energetisch von deinen Gedanken dann schon in diese neue Welt ein, in diese Themen ein. Weißt du, du überlegst ja, du hockst dich hin und überlegst, was würde ich denn gerne dieses Jahr erleben. Du gehst ja dann so ein bisschen raus aus dem Kopf, rein in deine Gefühlswelt und dann kommen so Dinge. Und dann geht es wirklich darum, das einfach aufzuschreiben. Und ja, bei vielen Dingen geht es natürlich darum, dass du selbst was dafür machen musst. Also wenn ich aufschreibe, was nehmen wir denn? Ich möchte gern fitter sein, ich möchte gern einen fitteren Body haben. Wenn ich dann abends auf der Couch hocke, jeden Abend ohne Tüte Chips mehr reinziehe, kann es so gut funktionieren. Da darf ich natürlich dann auch gucken, was darf ich dafür machen. Also in meinem Falle, ich stehe ja morgens eh früh auf mit den ersten Sonnenstrahlen und gehe raus an den Strand, gehe ein bisschen joggen, habe eine Personal Trainerin und solche Dinge, um mich einfach fit zu halten, ja. Und wenn ich noch fitter sein will, naja, dann darf ich vielleicht an meinem Sportprogramm mit meiner Personal Trainerin noch ein bisschen mehr schrauben, damit das auch was wird. Aber, und das ist das Geniale dabei, viele Dinge, die passieren auch einfach so. Ich habe mich in dem Kontext auch daran erinnert, als wir, war das letztes Jahr oder war das, nee, das war ja schon vor 2 Jahren, war ja schon vor 2 Jahren, ja genau, als wir tatsächlich so alle Zelte in Deutschland abgebrochen haben, Hausstand und alles aufgelöst haben, hatte ich so das ein oder andere Journaling-Buch in der Hand und habe da mal so ein bisschen auf die Schnelle durchgeblättert, was ich da so aufgeschrieben hatte und bin da auch auf solche Listen gestoßen. Wann habe ich damit angefangen? Weiß nicht. Also ich mache das schon ganz lange, 10 Jahre auf jeden Fall. Und habe da das ein oder andere Buch so in der Hand gehabt, bin auf solche Listen gestoßen und habe gedacht, wow, was ich da so gesehen habe, das ist in Erfüllung gegangen, das ist zur Lebenswirklichkeit, das ist schon das neue Normal, das, ohne dass ich überhaupt weiter die Aufmerksamkeit drauf hatte. Allein, weil ich meinen Mind, mein Spatzenhirn, mein Kopf, meinen Verstand in die Richtung gelenkt habe und mich dann natürlich auch bewusst und unbewusst mit diesen Dingen beschäftigt habe. Und was mir da auch nochmal über den Weg gelaufen ist, und da gibt es jetzt am Freitag auch eine kostenfreie Masterclass, wenn du dabei sein möchtest, habe ich mich auch daran erinnert, als ich nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst wirklich gekündigt hatte, mit allen Ups und Downs und Schweißausbrüche und Kitasgut und, habe ich das jetzt das Richtige gemacht, einfach zu kündigen, einfach da zu springen. Mein eigenes Ding zu machen, meinem Herzen zu folgen, freier zu sein. Da habe ich mich auch noch mal dran erinnert, wie ich kurze Zeit später
in knapp einem Monat einen mehrfach fünfstelligen Umsatz gemacht hatte. Wo ich vorher auch dachte, von anderen, die können das, ich kann das nicht, wie funktioniert das? Oder auch, wow, wenn ich mal 50, 60.000 Euro Umsatz im Monat mache, dann ist alles gut, dann ist alles gut. Und schwupps, war es dann auch eben zu weit. Wenn du bei der Masterclass dabei sein möchtest, hinterlass mir gerne einen Link. Stopp, umgekehrt. Hinterlass mir gerne eine persönliche Nachricht, dann bekommst du von mir den Link, wo du dich registrieren kannst und dann sehen wir uns jetzt am Freitag um 16 Uhr. Also da geht es wirklich darum, dass ich mal so meine Geheimnisse teile, wie ich das damals gemacht habe, um den Mut zu haben, wirklich durchzustarten, meinem Herzen zu folgen und dann auch noch die Geldenergie zu empfangen, die zu meinem damaligen Zeitpunkt wirklich alles gesprengt hatte, was ich mir im Grunde genommen auch eigentlich vorstellen konnte. Ja? Also herzliche Einladung auch an dich. Und lass dich auch gern auf diese Übung einmal so 52 plus Dinge aufzuschreiben, so nach dem Motto für jede Woche eines und noch mehr, was du gerne dieses Jahr erleben möchtest. Und dann bekommst du am Freitag noch weitere Impulse von mir, wie du das auch umsetzen kannst. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag, sonnige Grüße, wir sehen uns, bis dahin, ciao, ciao.